Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir mit Rico der Raster betreten und haben Sam getroffen. Sind beide gefangen genommen worden und jetzt versuchen wir irgendwie zu flüchten mit so einem Portal und so. Sam hat gesagt, wir sollen uns irgendwie beschäftigen und hier sind zufällig ein paar Gegner aufgetaucht, also machen wir die alle fertig. Punkt. Perfekt, ne? Gut, dass ich hier nicht nur Langeweile töten kann. Ah. Ich glaube, Rico hat in dem Spiel so einige One-Liner. Warum? Und die Übersicht geht so verloren hier in einigen Kämpfen. Ich wollte mich gerade heilen, du Sack. Was soll ich sagen, der Sack? Wir werden der Raster sind. Wo ist die Truhe hier? Mach mich kurz. Nein, meine Kommandos laden mich nicht auf. Blitzrad, das ist nicht schlecht. Ich will sogar ausrüsten. Hi. Video Post. Sind wir bei Jojo oder was? Bei Jojo's Bizarre Adventure oder wie? Ja. Oh. Switch Target. Kämpfe für mich. Verdammt, ich hab's den erledigt. Wow. Ja, ja, Blitzer wäre, glaube ich, ouch, nicht so eine schlechte Idee. Wenn wir mit Trico mal auch so ein Dingens, so ein. Warte mal. Ah, sehr gut. Mein Weg-Dingen, ja, kann wieder gesenkt werden. Ja, wurde schon wieder hier vollkommen. Boah, kann ich mal auf. Hallo? Gott, verdammt, kann ich auf mich anzugreifen, ey. So, meine Leistung ist wieder auf 1. Und ich komme ja echt zu nichts, weil ich hier die ganze Zeit angegriffen werde von irgendwas. Warte, kommt der? Ich war das eine, ey. Von allen Seiten werde ich hier angegriffen. So, geil getroffen. Blöden Pisser. Aber die sieht viel aus, ey. Ja, fast genauso viel aus wie diese einen Viecher aus diesem Dingen Portal, ja. Bekämpft habe. Oha. Oh mein Gott, ey. Ja. Oh, ich meine, was hier alles los ist, ey. Hier geht's auch voll über hier verloren, ey. Wird von da abgeschossen, dann kommt einer und überrollt mich von da. Und einer stürmt mich von der Seite an, ey. Junge. Alter. Alter. Gibt's da nicht. So, Angriffskraft und aua, Magie. Da haben die eigentlich alle noch keine HP, ey. So ja wie ein Berserker hier die ganze Zeit rumwüten. Ja, den Sam, den werde ich aber was erzählen, wenn ich hier fertig bin mit den Gegnern. Ja, ich habe gegen Hirsche kämpfen und Stecken, die mich anrempeln. Und keine Ahnung, Herkuleskäfer, die irgendwie auf mich feuern. Da wirst du nicht glauben, ey. So, was hat der Rot der Kapazität ausgezeichnet? Oder euch Blitzrammer eins reinpacken? Ja, passt sogar nur. Wir haben nur einen Zauber bisher, nur einen Angriffszauber. Was? Der zweite ist Vita. Was ist? Sam! Who's this? I'm Riku. Sam and I were on our way to the portal. Come with us. Where are we headed? The portal. But we need a solar sailor. There's one in the underground docks.
Wird hier niemand fragen, warum wir eine bewusstlose Frau mit uns rumschleppen? Okay, der gestohlene Diskus. Anscheinend nicht. Your disc. Dad. It's gone. It is. She's stable. We have to go back. Clue will use it to reach the outside world. I can stop him from destroying it if you just let me do this. You've done enough already. So what do we do now? I don't know. Nothing. We do nothing. Be still. Wait. We can hop a solar sailor. A full-on sprint to the portal. We can beat Clue there. Let's get her out of here. Ja, sag ich doch. Eine voll ernste Geschichte. Also hier geht's um Kingdom Hearts, hier geht's um Xehanort und so. Der wahrscheinlich vielleicht oder vielleicht auch nicht wieder zurückkehren wird. Und Meisterprüfung und so. Wir laufen irgendwie so eine todernste Geschichte hier aufzutischen. Wir haben schon genug Probleme, ja. Eigentlich nicht gegen euch kämpfen, ich will ins Menü gehen, mein Deck bearbeiten, Blitz reinpacken kann. Der Rico müsste mehr Flächenangriffe, ja, hat mehrere Gegner auf einmal kaputt hauen kann. Also hat schon genug davon, so Elektrosturz und also was, Kreiswurf. Rico irgendwie noch nicht. Boah. Ist das so, ich muss sagen, man wie sagt ihr doch an, finde ich, ne? So gut, ja. Letzter, komm, Wurf. War da irgendein Viech, glaube ich. So, oh, das ist ein Shop. Haben wir mit Rico hier andere Sachen überkaufen können? So ein Angebot. Nö. Wofür brauche ich eigentlich nicht kaufen? Krieg ich alle so mit der Zeit. So, wenn wir die erstmal. Wenn ich überhaupt hier irgendwie so was aufgelistet wird, was ich alles habe. So an Kommandos und so, scheint nicht, ne? Könnte mir Jan tun, hallo? Fertigkeiten, Trotzkopf und so, ne? Fällt mir ein, werde wahrscheinlich noch nichts hier irgendwie so lernen können, aber guck mal, what? Magie hast ja schon bald alle Sachen hier. Antigraf, sparen wir uns Geld, wenn ich dazu hole. So, Kampfusblocken, hätte ich gerne, weil ist mir in letzter Zeit ein bisschen auf den Nerven gegangen. Und Magie hast so, du 69 100, ehrlich, wo ist Trotzkopf hier? Drei Linkverbindungen, okay. Du musst immer noch hier. Das ist eine Glühschreck oder so was. Alter, schon Kühlschrank. So, wo muss ich hin? Ich will eigentlich nicht so weit in der Story erstmal weitermachen. Ja, guck mal. Gott. Ich habe
oder Blitz reinsetzen, Mann. Hier schon wieder, ey. Alter. Sieht halt viel ab. Mehr. Mann, ja, habe ich doch schon gegen euch alle gekämpft. Boah. Bin auf dem Weg. War ja schon noch mit euch beschäftigt. Das alte Ruhe. Weiter, aber die Karte sagt, ich komme von da. Hä? Bin ich verwirrt, ey. Hier. Was? Wo kam ich hier? Ich komme hier nicht klar. Einfach mal dahin. Schätze, kommen wir uns irgendwann später, so ein Gefühl. Meine Orientierung geht hier voll flöten. Nicht so das Gefühl in dem Spiel. Ja, furchtbar. Läuft bei Sleeper ein bisschen linearer. Nummer 1 und 2 kann ich auswendig. Und nicht mehr viel Zeit mit Rico. Das ist eine Herausforderung, die wir wahrscheinlich nicht gebacken kriegen. Wenn ich nicht so viel Zeit haben. Ja, ihr Dinger. Ich muss immer extra hier irgendwie umprogrammieren, glaube ich. Switch Target. So, was ist hier? Ja, meinetwegen. Komm mal nach oben. Ja. Ja. Also große Truhe. Großen Jungs. Aura Konter, auch sehr gut. Boah, wow, weil ich jetzt. Oh. Was? Warum kann ich jetzt nicht dahin? Schattenspringer, Donnerwetter. Hat er mal noch nicht. Wo Donnerwetter? Blitzra. So, was? Hey, hier geblieben. Ich bin ein bisschen zu wild hier durch die Gegend hier. Springen mit seinen Manus-Deals. Irgendwie an Ventus als Dorf bei Sleep. Weil mir hat mir auch nicht so gefallen. Destruct Auto. Mach ein Auto kaputt. Los. So. Bams. Nein. Ich nehme an, da ist die Story. Und ich habe vergessen, mit ihm Aura konnte ausrüsten. Da konnte ich auch nicht. Da habe ich schon weg damit. Mit was Geld. Später für Einbildung und so was alles hier verbraten kann. So, ich muss sagen, steht das Wort von abbrechen. Habe ich den Kampf abbrechen? So, übrigens, wir spielen wieder Sora, ne? So. So. Wir waren direkt von der Truhe, stimmt. So, dann tun wir mal schnell mit Rico hier Dingens ausrüsten. Aura Konter. Sinistra Aura wegzuschleudern. Hm. So. So, irgendwas ist hier voll übersehen worden. Verdammt. Wir haben noch einige Orte mit Zora jetzt zu besuchen. Ja, 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 willst du was? Oh. Kreise. Also, jetzt mal raus, okay. So gut. So,
Das ist so ein Tourette. Ich leider immer hier hacken muss. Das ist viel komplizierter als in der 3D-Version. Man verschwinden die irgendwie viel schneller, habe ich so ein Gefühl. So. Das sieht aber so aus, als müssten wir bald in jeder Welt noch mal zurückkehren. Wie kann ich die von der von dem Winkel aus treffen? Ich weiß es nicht. Ja, du aus dem Weg, ey. Price Shot, was? Oh, geht doch kaputt, ey. Auto destruct. Zerstöre Autos. Ah. Hi. Oh. Hi. Okay, sonst kriegen wir ja sehr viele von diesen Dingen an. Ich sorge für. Sind hier irgendwo Truhen? Den ja noch, boah, komm nie dazu, den Angriff einzusetzen, ey. Was? Aber echt viele Sachen hier zum Herstellen. Ja, haben wir hier schon beiden, weil wie viele Truhen hier sind. Was haben wir hier drin? Bumpf. Ultimative Schlüsselschwert. Ballonra, her damit. Nein, wenn wir schon dabei sind. So, Pandaman muss zum Schläger. Okay, das stimmt. Fesselblocken, zwei Link-Verbindungen. So, er braucht Trotzkopf, genau. Bei drei Link-Verbindungen, Mann. Oh, du brauchst nicht mehr viel. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich. Ballon war. Und zap. Ballon ist, glaube ich, ein sehr überpowerter Angriff in dem Spiel. Habe schon sehr oft gesagt. Okay. Ja. Ja, hey. Ja. Ja. Okay. Das ist eine Truhe. Sag mal, Ballonra. Aua. Ja, da sind die zielsuchenden Dinger. Hey, wie du bist ausgewichen. Alter. Okay, ist gut, Mann. Alter. Boah, ey, diese blöden Viecher, ey. So, heilen. Danke. Mehrfach raus, was ist das? Okay. Alter. Ich sag steuern. Komm irgendwie nicht so vor. Ja, irgendwo habe ich. Boah, ist er. Nein. So. Meine ich hatte irgendwo eine Truhe gesehen. Wenn ich auch eingebildet haben. Problem ist, ich weiß es wieder nicht, wo ich schon drin war und wo nicht, ne? Da hinten sehe ich eine geöffnete Truhe. Da geht's runter.
ja, bin ich gekommen. Okay, sehr gut. Hier geht's nirgendwo hin. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Und hier wo rein? Nein, okay. Da waren wir noch nicht, ne? Hab schon. Was? Okay. Nee, von da sind wir. Boah, ich komme überhaupt nicht klar. Da ist noch eine Truhe. Das sieht noch ein bisschen unerkundet aus hier. Ja, hier sieht so aus, als waren wir noch nicht. Kann ich euch mal irgendwie. Alter. Kann ich diese blöden Dinger auch mal irgendwann treffen? Hacken, ohne die mich vorher treffen? Nee, ne? Ach, hier kommt man da hin. Sagen auf der anderen Seite war nur so ein Ding, das war geschützt dann wahrscheinlich. Oh ja. Ich versuch mal den ja zu wehren. Oh, gleich Level ab. Ist ja auch noch die Dinger. Ja. Wir machen ja erstmal die Story, bevor ich irgendwie alle Thronen absuche. Von da bin ich gekommen. Okay. Dann machen wir all die Dinger kaputt, weil die können dann irgendwie so einen Eingang öffnen. Vielleicht Auto. So, ha. Genauso. 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 Das ist eine Truhe ausgezeichnet. Du dickes. Und letztes Mal beim Speicherpunkt. Meist nämlich einfach aus dem Speicherpunkt raus. Jawohl. Oh. Oh geil. Volles Level up. Ja, fühlt sich irgendwie so an, als würde man Fire Emblem irgendwie jeden Wert aufgelevelt bekommen beim Level up. Okay, so fühlt sich dann für mich an. Ja. Was? Ach man, ich wollte noch nicht. Boah. Ich will noch mal zurück. Hey. Die Gebiete sind ja viel zu groß. Ich weiß manchmal echt nicht, wo ich bin. Ey. Oh ne, sind die ganzen Dinger wieder da, ne? Oh. War ich doch nie im Leben, wo ich schon war und wo nicht, ey. Oh. Sag mal hier die Dinger. Wie wenig ich nur hab, ey. Ist er jetzt satt hier? Ich weiß es nicht. Gott, geh mal weiter. Muss so oder so noch mal hier rein, weil ich schon wieder so viel übersehen habe. Weg. Seid ihr für Viecher? Ihr seid die Fledermäuschen. Mäuschen. Mal war. Mein der Ding ist jetzt. Mein jetzt der Ausgang. Hallo? Ah, ne? Was? Mein jetzt der Ausgang. Ja.
Was? Hallo von da, was? Hi. Wieso ist meine Übersicht so miserabel in dem Spiel? Ich bin doch von da gekommen. Alter, wo ist denn der Ausgang jetzt? Ja, ich bin doch da gewesen. Was? Da kann ich jetzt nicht zurück, weil er jetzt da hinten hin fährt oder was? Boah. Keine Ahnung, mich hier überall hin muss. Ey. Ich bin beim Hafen, ne? Geht da nicht hin? So, was? Jetzt muss ich da hin, ne? Was? Ja. Ach, das ist zu kompliziert für mich, ey. Wo lande ich jetzt, wenn ich da hingehe? Ja, regulärer erster Stock. Boah. Jungs. Bin ich jetzt hier richtig? Erst noch so ein Ding. Mach mal, naja. Hi. Guck mal, Pandas. Oh, das ist eine Truhe. Was? Da. Und ich krieg bald Trotzkopf und so. Einfach nur so. Was ist das? Wow. Manchmal ist Funk gerade doch sehr gut eingesetzt. Ruhe, ausgezeichnet. Ja, so komisch, die sind so winzig, ne? Irgendwie verständlich, dass ich die ja nicht finde. So, eine Herausforderung schaffen wir auch noch in dem Tag, oder? Das hat jetzt wieder voll mega stark, schwer und so. Alter. Alter, hör auf mit dem Angriff. Meine Güte, die Gegner sind aber auch nervig hier. Nicht Birth by Sleep nervig, aber auch ganz schön nervig manchmal. Boah. Ich hoffe, jemand los, dann stürzt immer so ein Pisser von irgendwo anders auf mich los. Anstatt sich um sein eigenes Geschäft hier zu kümmern. So, wo? Das ist ja noch voll weit weg. Oh. Eine Truhe hier. Ich muss mich jetzt hier extra vorsichtig umsehen. Ich meine aber, die nächste Welt von Zora jedenfalls ist nicht so unübersichtlich oder so riesig, dass die Schatzjagd sich ein bisschen vereinfacht. Ach, da bin ich. Boah. Ich werde dieser schwarze Schlüssel. Mit der Herausforderung wird, glaube ich, nicht mehr in diesem Part, ne? So, hier ist nichts. Warum kann ich nicht hin? Hier ist die Herausforderung, komm. No, Leute. No. Okay, ist gut, Mann. Hey.
Boah. Besser. Und der. Mehrfach raus. Schluss. Search and destroy. Tut einfach nichts. Wird schon alles töten. Eine bestimmte Reichweite. Oh. Okay. Was diese Herausforderung aber birgt, wollen wir dann vielleicht mal nachgucken. Nein, okay. Keine Geister. Wir gucken mal, ob ich jetzt Dingens hier bekommen kann, trotz Kopf. Das wird sehr nützlich werden. Und den Link haben wir ausgezeichnet. Was ist das hier für ein Angriff? Luftschlagkarte, nicht schlecht vielleicht. Aber ich möchte, nee, das möchte ich eigentlich nicht, aber er hat gar nicht so viele gute Sachen, finde ich. So, wir haben Immunität. Gut, jetzt können wir uns heilen, ohne dass wir abgebrochen werden von den Gegnern. Ein Link-Verbindung. Hier müssen wir noch sparen, okay. Gut. Zeig. Immunität. Und dann ist jetzt aber auch da, wenn ich ihn nicht in der Truppe habe, ne? Machen wir im nächsten Part. Ich würde aber erstmal sagen, wir beenden hier den Part und dann sehen wir uns weiter in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.